Irgendwie schaffen es alle nicht. Guckt euch mal dieses Schlachtfeld von Spielern hier an. Oh nein. Hier sterben ja echt alle, aber ein paar Leute haben es schon geschafft. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mehr Apps und Games. Ich bin mal wieder bei Roblox, diesmal alleine, ohne Kahn. Ab und zu spielen wir auch zusammen. Und ich bin jetzt in einem Supermarkt gefangen. Ich muss also hier entkommen und der Verkäufer hier oder Kassierer sieht schon wirklich ein bisschen verzweifelt aus. I want to go home. Also keiner will hier wirklich in diesem Supermarkt sein. Oh, hier kann ich auch nicht weiter lang gehen. Auf die Fließbänder kann ich auch nicht. Und hier geht's jetzt weiter zum Text. The manager has gone mad. The stop isn't getting enough sales, so he locked all the customers in. Also, der Inhaber des Supermarkts ist ein bisschen irre geworden. Die Umsätze stimmen nicht und deshalb hat er einfach alle Kunden eingesperrt. So, es geht los. Hier sind ganz schön viele Mitspieler, deshalb, das ist ja nicht so meins. Ich stehe gerade auf Cornflakes Verpackungen, Reese's Puffs und Kellogg's. Also, da erkennt man wirklich unschwer, dass es ein Supermarkt ist. Milchregale, ich kommentiere gerade alles, während alle anderen Spieler an mir vorbeiziehen. Jetzt geh schon, ich kann nicht, wenn du da stehst. Mach ich dann halt trotzdem. So, draußen war gerade ein Hund am Bellen. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht allzu laut gehört. So, den ersten Checkpoint habe ich. Jetzt müssen wir hier über Ketchup und Senf springen. Seid ihr eher der Ketchup-Typ oder eher der Senf-Typ? Ich finde, Senf kann man nicht mit so vielen Sachen essen. Es kommt echt auf die Kombination an. Und ich kann euch einen kleinen Hinweis geben. Kahn zum Beispiel, der kann Senf überhaupt nicht ausstehen. Habe ich jetzt den Checkpoint bekommen? Ich denke schon. So, hier geht es dann weiter. Ich weiß nicht, was das ist. Könnte wieder Senf sein und Ketchup. Nein, ich bin mit meinem Hacken hängen geblieben und ich wollte eigentlich die Obi schaffen, ohne zu sterben. Das war so ein kleines Stück. Aber naja, hier nehmen sie es ganz genau wieder mal. Jetzt gehe ich aber mal da lang. Da ist die Lücke irgendwie größer. So, hier scheint alles überschwemmt zu sein von Scrubbing Bubbles. Das sieht mir aus wie ein Reinigungsmittel oder so. Caution Wet Floor. Also da sollte man auf jeden Fall nicht drankommen. Oh, ich hoffe gerade nicht, dass ich dafür verantwortlich war, dass die Spielerin das nicht geschafft hat. So, jetzt sind wir hinter den Kassen. The manager is mad, I'm hungry. Oh nein, die verhungern hier anscheinend auch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie geht's hier weiter. Ich will nicht die erste Person sein, die stirbt. Achso. Da war es nämlich genau andersrum. Man durfte das Wasser oder die Feuchtigkeit auf dem Boden berühren. Go through the Jungle Gym. Also es ist einfach hier auch noch ein kleines Spielparadies angegrenzt. Draußen sind schon wieder Hunde, die bellen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch. Oh, ich bin hier irgendwie gefangen. Komme ich hier auch raus? Ah ja, hier lang. Ich gehe mal davon aus, dass ich das hier nicht berühren darf. So. Voll cool. Ich wollte schon immer mal in so ein Spielparadies. Wart ihr schon mal in so einem Teil? Ich finde das echt richtig cool. Von den Farben auch, die unterschiedlichen Aktivitäten, die man da machen kann. Anscheinend darf man doch auf die Gegenstände hier treten. Nicht auf alle wahrscheinlich, aber auf manche. Viele haben auch in die Kommentare geschrieben, dass ich schon ganz schön gut bin, was die Obis angeht und auch die Escape-Sachen, die wir hier spielen. Vielen Dank! Freut mich auf jeden Fall, dass ihr hier ein paar Fortschritte bei mir erkennen könnt. Oh, eine Rutsche! Cool! Wow. Klatsch! Und ich bin in diesem Bälle-Paradies gelandet. Oh, da ist ein Checkpoint, den nehme ich auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir hier auf diesen Bällen weitergehen. Da überlegt sich jemand noch den nächsten Schritt. Währenddessen überhole ich die einfach mal. So. Dann hier wahrscheinlich Oliven, Bananen. Ich glaube, wir sind in der Obst- und Gemüseabteilung hier vom Supermarkt. Und hier fliegen Obst und Gemüse hier durch die Scheibe oder an die Scheibe. Mal schauen, dass ich hier nicht getroffen werde.
Oh, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Let's go through the bookstore. Also es scheint wirklich ein großes Einkaufszentrum zu sein mit verschiedenen Ebenen und Verkaufsflächen. Wir waren ja eben gerade schon in so einem Spielparadies. Und jetzt sind wir hier im Buchladen. Hier ist aber nichts versteckt oder so, ne? Hier muss ich nichts finden, sondern einfach nur durchgehen. Oder ist es so eine Art Labyrinth? Ach, ich habe mir schon gedacht, das wäre zu einfach gewesen. Ich muss hier irgendwie einen Ausgang finden. Gibt es hier einen Lüftungsschacht? Das ist eigentlich immer ein ganz guter Ausgang. Irgendwas hier muss anders aussehen. Okay, ich finde das immer mega schwer. Sind die jetzt alle wieder zurückgegangen? Wo sind die alle hin? Hilfe, ich finde den Ausweg nicht. Ich sollte mich hier an irgendwen halten. Also einfach hinterherlaufen. In der Hoffnung, dass sie weiß, wo es lang geht. Aber sie ist genauso durcheinander wie ich. Hier ist wahrscheinlich irgendeine Wand, die durchlässig ist. Macht ja eigentlich Sinn, dass das... Na, hier geht es gar nicht weiter. Es wird ja, wenn, irgendwie eine Außenwand sein. Und keine, die nach innen liegt. Schätze ich mal. Ich stecke fest. Doch Mann, die Obi war bis hierhin so cool eigentlich. Ah. Mann, habe ich ein Glück, dass ich genau das gerade gesehen habe. Wie da jemand durchgegangen ist. So, weiter geht's. Ich war nämlich schon kurz davor, das jetzt hier abzubrechen. Bevor ihr so mega gelangweilt seid von den Sachen, die ich hier mache. Dann erspare ich euch das lieber. Tada! Oh. McDonald's? Was? Scheint also wirklich auch mehr ein Einkaufszentrum zu sein. Aber angefangen war es beim Supermarkt. Das sind jetzt Pommes gewesen hier. Jetzt geht's weiter zu den Burgern. Oh, ich habe echt schon lange keine Burger mehr gegessen. Vielleicht esse ich die mal wieder. Jetzt hier inspiriert von dem Spiel. Zack. Okay, auf die T-Shirts. Ich glaube, hä, die ist eigentlich daneben gesprungen. Ich habe das genau gesehen. Aber gut, ich verpfeife sie nicht. Hm, the door is broken. Well, we have through... We will have through the storage room. Go wahrscheinlich. Okay, die Tür ist gemeint, dann müssen wir hier lang. Und hier wahrscheinlich hochklettern. Nein, das ist schon wieder so eine Kante, die ich nur schwer kriege. Obwohl, hat doch ganz gut geklappt. Aber hier sind auch einfach zu viele Spieler. Habe ich gleich geschafft. Yes. Und dann hier nochmal durch den Lüftungsschacht. Uah! Durch den Checkpoint. Und jetzt sind wir in so einer Lüftungsanlage, würde ich sagen. Hier ist so ein riesiger Ventilator. Oh. Irgendwie schaffen es alle nicht. Guckt euch mal dieses Schlachtfeld von Spielern hier an. Man darf das nicht berühren, aber wie soll man das machen? Oh. Guck erstmal, was die anderen da machen. Oh nein. Hier sterben ja echt alle, aber ein paar Leute haben es schon geschafft. Ah, durch die Mitte springen. Nee. Kann man auch so ganz klein nur springen? Ich darf nicht so hoch springen, sonst komme ich da oben ran.
durchlaufen. Unten durchlaufen. Jetzt habe ich aber den anderen was vorgemacht. So. Another broken door. Let's. Looks like we are going to have go through the meat freezer. Ih, wir müssen durch das Kühlhaus, wo Fleisch gelagert wird. Hier hängen so diese dicken Schinken von der Wand. Ist ja ekelhaft. Ih. Für mich ist das eklig. Ich bin auch Vegetarier. Die sehen ja nicht so gerne Fleisch. Für andere vielleicht, lecker. Oh nein. Okay, da bin ich zu lange auf dem Boden stehen geblieben. Hätte man auch auf die Schinken gehen können? Da bin ich mir gar nicht sicher. Jetzt hier wieder durch. So. Man muss nur im richtigen Moment abspringen. Man kann doch bestimmt auf das Hühnchen auch gehen, oder? Nicht auf das Hühnchen, auf den Schinken. Muss ich mal ausprobieren. Nee, kann man nicht. Da fällt man durch. Man muss also auf jeden Fall auf die Pakete steigen. Das habe ich jetzt herausgefunden. Aber man muss schon ziemlich weit springen. Und das ist nicht unbedingt meine Stärke. Da habe ich schon bei dem einen oder anderen Obi echt abgelost. Okay. Oh. Das habe ich ein bisschen gecheatet anscheinend, aber dem Spiel ist das nicht aufgefallen, dass ich es nicht geschafft habe. Das war wahrscheinlich zu kurz, wie ich da auf der Fläche stand. So, jetzt geht es hier weiter durch so ein rotes Gitter. Und das sieht mir aus wie ein Fahrstuhl. Ich bin jetzt in der Lagerhalle. Oder in einer Lagerhalle, vielleicht gibt es noch eine weitere. Erstmal wieder den Checkpoint nehmen. Wie lang ist diese Obi wohl noch? Hier an den Seiten lang gehen. Gehe ich jetzt mal von aus. Meistens Rot-Signalfarbe verheißt nichts Gutes. Zack. Nächster Checkpoint. Und? Ich glaube, wir sind schon draußen. Through the exit. Dürfen wir hier durchgehen? Nee. Dann müssen wir doch die Tür nehmen. Ich dachte, vielleicht können wir durch die offene... durch den Lieferanteneingang. Und wir haben es geschafft! Wir sind dem Supermarkt entkommen. Wir sind ein paar Mal gestorben, aber das war nicht so schlimm. Quick, run away! Also, schnell abhauen, keine Zeit verlieren. Wow, es ist ja wirklich hier quick. Zack. Und jetzt haben wir es wirklich geschafft. Letzter Checkpoint erreicht und den Supermarkt entkommen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert, kommentiert und vergesst natürlich auch nicht, auf das kleine Glöckchen zu drücken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!